Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu, ja, wie gesagt, ein letzter Test. Overwatch. Spiel von Blizzard, das MOBA. Und da gerade die Open Beta ist, will ich es ein bisschen ausprobieren. Landeanflug auf Numban. Ich habe schon, glaube, 1,5 Stunden bis 2 Stunden gespielt. Also, mir macht das Spiel mega Spaß. Kannst du empfehlen den Leuten, die sowas ähnliches wie Smite mögen? Ja. Das ist eigentlich genau wie ganz normales MOBA wie LoL zum Beispiel. Ihr kennt doch das Gesetz. Plus, dass es sich bis man nennt an der späten First Person ist. Und man, das ist in der Beta jedenfalls. Ja, alle spielen als Tanks. Das ist der Kämpfer, Tanks, Supporter, Schützen. Man hat nur zwei Fähigkeiten. Zeit, die Sau rauszulassen. Und L halt noch. Noch 10 Sekunden. Und E. Ich halte mich jetzt hier zum Beispiel. Ich muss mal ein bisschen aufnehmen und ein bisschen anschauen. Jedenfalls, man sieht halt dann hier die Gewinner und dann sieht man immer des Highlights des Spiels, wie gerade da eben jetzt. Also hier kann man jetzt auch voten, was ob man es beeindruckend fand oder nicht. Hier kann man das Match noch bewerten. Ich bin das Level 8. Ich bin 7, eher gesagt. Und hier sieht man halt dann immer die Stats. So, hier wird jetzt geschaut, man kommt einfach in die Lobby und schlaft dann hier. Und man schaltet in diesen Lootboxen hier zum Beispiel ein Spray frei. Ein Skin. Ich werde dir zeigen, wo dein Platz Sprüche. Ist. Sprüche. Und Ankunft Geld. Am Watchpoint Gibraltar. Was man mit dem Geld machen kann, kann ich euch dann auch noch zeigen. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Ich spiele immer gerne Reaper. Und hier sieht man immer diese Tipps. Constructor, das ist der Turm. Kein Tank ist das Schild und kein Supporter ist euch, ist dass es kein Healer gibt. Und die werden immer Scharfschützen genannt. Also diese Klasse. Der Tod ist unter euch. Ich habe jetzt zum Beispiel auf E, ich kann mich teleportieren. Es ist Zeit zu handeln. Und es gibt echt verschiedene Wege, zum Ziel zu kommen. Overwatch. Ich ziehe den Schlussstrich unter eure erbärmliche Geschichte. Das ist eigentlich meistens die Sprint-Taste, außer bei bestimmten Champs. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Da wir machen jetzt zu, wie sehen. Kuch hier. Aus den Schatten. Das habe ich auch cool dann auf meine Fähigkeiten. Und hier sind halt die Emotes. Und hier zum Beispiel Spray. 5, 4, 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Scharfschütze, haltet eure Augen offen.
Sauros zu lassen. Also ich bin nicht so gut in dem Spiel. Hier sieht man halt alle, die wer spielt. Die Rache wird so, doch halt sein. Sein Ding spielen. Die Kavallerie ist da! Die hat halt diesen schnellen Sprint. Stopp die Fracht! Sie kann dann zum Beispiel wie Echo einfach ein Echo-Ulti hat. Kann sie mit ihr viel dazu gucken. Und ich hasse die Widowmaker. Und die kann euch amüsieren. Rechtsklick. Dann kannst du einfach abschießen, dann ist es meistens ein Headshot. Man sieht, die Supporten ist ziemlich schnell da. Wir können auch einfach zu. Und man kriegt diese Punkte und dann lädt man seinen Q auf, also seine Ulti. Einfache Geometrie. Ja. Ich hab's gehabt, man kriegt so gesehen fast den Assist. Man nur ein bisschen geholfen hat, 38 Geometrie, hoffe, dass du schneller hast, deine Ulti. Kann euch jetzt auch gleich die Ulti von Dings zeigen. Tracer. Kommt auch Medaillen wie bei mir. Ja, man hier sieht. Die Fracht hat den Checkpoint erreicht. Und nochmal! Ziemlich schnell. Tracer ist bald ein bisschen einsteigerfreundlicher. Jab würde ich jetzt sagen. Ja, ich stehe jetzt gerade. Sein Tracer von der KD. Es gibt auch jetzt gerade nur in der Beta verschiedene Spielmodi. Ich weiß nicht, ob man die sich später selber rausfinden kann. Bist du auch gerade in dieser Weg? Also, wo warst du?
auf dem, wo ich dann liebsten spiele. Hier kann halt nicht gegen getroffen werden. Dabei. Dings, hier sieht man, er hat mehr Leben als Tracer, wo ich aus der Champ, wo ich gerade gespielt habe. Ich habe mich in die Ziele. Es geht halt alles auf die Zeit dann. Das kommt immer aufs Spiel drauf an, wie ich gerade drauf bin. Aus. Ich kann mir sie gerade ein bisschen zurück. Taktisches Visier aktiviert. Wie kommt man da jetzt? Das ist ein Risiker. Was hat die Führung? Hat auch viel mit den Hörnern zu tun, weil zum Beispiel sind lauter als jetzt Verbündete zum Beispiel. Hat geschlagen. Ein Treffer. Das sieht man dann zum Beispiel die Jeans. Was sie kann. Also mit F1 kann man sich das anschauen. Die
Zellen werden fallen. Das muss mich jetzt gerade ein bisschen generieren, weil ich jetzt... Ruhe bewahren, wir haben es fast geschafft. Von mir kann sich niemand verstecken. Das ist selbst halt, ich sehe ja eh. Oh. Eine Legende liegt im Schlaf. Noch 10 Sekunden. Besser noch vergessen. Auf. Highlight des Spiels. Tracer ist halt einfach der eigentlichste Champ, um reinzukommen. Das ist mir dann zum Beispiel 17 Eliminierungen, im Durchschnitt 11. Leveln wir dann noch zum Beispiel hier, können jetzt bei Heldengalerie haben wir dann zum Beispiel mehr freigeschalten schon. Ganz Sprays. Ich schalte es mal zum Beispiel durch Erfolge frei. Unterwegs zur Route 66. Die Map kenne ich gar nicht, die spiele ich auch zu. Ein Schuss. Das ist wieder selber Spielmodus. Aber. Ich muss mein Ultimate noch nachladen. Hey. Hallo? Laune gefällig? Hier ist ein. Audi. Hier formieren. Angriffsphase beginnt in 30 Sekunden. Hey. Kommt mir nicht in die Quere. Dann werden wir gut miteinander aus. Ich bin verwundet. Ich bin verwundet. Bin dran. Irgendwas konnte man auch machen, hab ich verstanden. Oh,
eine todsichere Investition. Wie gesagt, ich muss auch noch ein bisschen reinkommen ins Spiel. Vor mir kann sich niemand verstecken. Beispiel, der kann eine ziemlich starke Fähigkeit machen. Da kommt die Krache einfach durch. Pass auf, wo du hintrittst. Mir stirbt keiner weg! Zum Beispiel sammeln oder? Mein Ultimate lädt. Gerade ist es nicht meins. Die Stelle. Spiel mir das Lied vom. Macht euch nützlich. Schafft die Fracht vor. Mir stirbt keiner weg. Wie auf dem Jahr. Vor mir kann sich niemand verstecken. Das ist sich mit mir anlegt, spielt mit dem Feuer. Am besten wahrscheinlich. Vor mir kann sich niemand verstecken. Die Fracht nähert sich ihrem Ziel. Mir stirbt keiner weg! Spielt. Der liegt.
Mir stirbt keiner weg! Wert mir das. Episch. Super! Auf jeden Fall, es gibt jetzt die Rückrunde. Das ist ziemlich kurz, mache ich jetzt noch was. Diesmal müssen wir jetzt verteidigen. So, so ähnlich wie Search and Destroy. Besser nicht hierher zurückkommen sollen. Ich glaube, die sind doch alle ein bisschen thematisiert. Bestimmte Champs. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ich bin es leid, zu warten. Fuck. Da war ich zu low. Das ist echt ziemlich stark. Ich spiel. Also ihr müsst wissen, ich bin so richtig stolz drauf. Das erste Mal, wo ich den gespielt habe, wusste ich mal, was er eh macht.
weiß zumindest, was dann eh macht. Soldier 76, bereit zum Einsatz. Ich bin bereit. Hier, es muss doch irgendwo leben sein. Also die kleinen leben nicht. So ein Drache wäre es ganz cool. Eine ruhige Klinge ist das. Ergebnis eines Geists im Einklang. So gesehen könnte man sein, dass wir Yasu. Nachladen. Fuck! Ihr seht, wir können die ziemlich stark zurückdrängen, weil wir ja, glaube auf Schützen gesetzt haben. Jedenfalls solange wir sie nicht verändern lassen. Nevermind. Noch 30 Sekunden. Unser Kampf ist klar. Wir dürfen nicht wanken. Akon kommt der Torbene Spiel. Was ist denn das? Noch 10 Sekunden. Das anschauen können, an was ich hier bin, aber. Also wenn ihr mehr von Overwatch sehen wollt, da ich gerade Beta ist, kann ich mehr aufnehmen. Schreibt es in die Kommentare. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal und verabschiede mich mit dem Highlight des Spiels.